neue Folge aus dem FF Frauenfußball-Leidenschaft. Ja, und heute haben wir einen Gast dabei. Viele werden ihn nicht kennen, aber beim SC Freiburg, da wird man jetzt staunen und sagen, Mensch, das ist ja unser Niklas, der unser Mediensprecher oder Pressesprecher. Und ja, der Herr Batsch hat öfter schon mal für mein anderes Format Spielerinnen überredet, dabei zu sein. Und heute ist er selber mal dran und muss hier mal Rede und Antwort stehen. Herzlich willkommen, Herr Batsch. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich. Bitte schön. Und weil wir schon bei der Vorstellung sind, wir sind heute mit Natascha, mit Charlotte, Adriana und mit dem Andreas. Eine große Runde und unser Thema heute Rückblick bis zum 10. Spieltag, was sich da alles ereignet hat, angefangen von der EM 2022 in England. Ja, und dann beginnen wir gleich. Wir haben hier eine Folie, da klicke ich dann immer schön weiter. Dann kann man das Ganze etwas verfolgen. Und jetzt geht es dann gleich mal los. Ich hoffe, das klappt auch richtig. Wir fangen natürlich an mit dem tollen Event im Sommer in England und Nationalmannschaft. Ich glaube, das war ein riesengroßer Auslöser auch von diesem Zuschauerboom, den wir erfahren konnten. Viele waren skeptisch. Wie sah es bei euch aus in Freiburg, Herr Batsch? Skeptisch ist, glaube ich, ein gutes Stichwort. Ich glaube, es hat niemand damit gerechnet, was im Sommer passiert ist oder was vorab gedacht wurde, was passieren könnte. Ich glaube, alle Erwartungen in allen Belangen wurden übertroffen, also nicht nur auf der sportlichen Ebene, was an sich natürlich immer erstmal das Wichtigste ist. Ich aus meiner Perspektive schaue meistens dann neben dem Sportlichen auch so ein bisschen auf die ganzen Rahmenbedingungen, die außenrum stattfanden. Sprich Werbung, Online-Auftritte und so weiter, Social Media, aber auch die TV-Produktionen an sich. Und ich glaube, der Sommer hat gezeigt, dass man da echt einen ordentlichen Schritt gegangen ist, was das Gesamtpaket einfach angeht. Dass der Fußball ein guter ist, das ist, glaube ich, seit mehreren Jahren eigentlich klar. Dass man den aber jetzt auch entsprechend gut sehen kann, dass er angefangen wird, entsprechend gut zu vermarkten. Ich glaube, dafür war der Sommer und war dieses Turnier extrem wichtig. Ja, also wir haben im Vorfeld auch gesprochen, diskutiert, waren uns nicht im Klaren, wie es ausgeht. Es war abhängig vom Abschneiden der deutschen Mannschaft, ganz klar und deutlich. Adriana, England, warst du zu der Zeit in England? Zu der Zeit war ich noch nicht in England, nein, aber ich kann natürlich ein bisschen berichten von dem, was ich jetzt danach von den Auswirkungen sozusagen mitbekommen habe. Und das fängt natürlich bei der WSL an, da wo wir deutlich mehr Zuschauer haben als zuvor. Jetzt letzte Woche war ja auch wieder das Topspiel Chelsea gegen Arsenal vor circa 47.000 Zuschauern. Also das ist wirklich mega, was sich da getan hat. Aber natürlich auch für England war das ein großer Schritt nach vorne. Football is coming home. Also bei denen hat natürlich alles gepasst mit dem EM-Sieg im eigenen Land. Und ich glaube, die gehen natürlich auch als Favorit dann in die Weltmeisterschaft dieses Jahr rein. Und fand wirklich also ein toller Erfolg, sowohl für Deutschland als auch für England und den Frauenfußball insgesamt. Okay. Charlotte oder Natascha, wie habt ihr die Entwicklung da gesehen? Ihr habt ja das Ganze verfolgt auch, die EM. Wart ihr von vornherein positiv oder habt ihr gedacht, ja gut, Hype, aber wie lange? Wer mag was sagen? Charlotte, fang an. Ja, also ich sag jetzt mal, verfolgt halt zu Hause und ich war schon begeistert, dass eigentlich im Vorfeld
zum Teil große Stadien rausgesucht wurden in England, dass man diesen Weg auch gegangen ist. Auch wenn ein paar Länder dann, oder ich glaube, Island war es, die am meisten gemeckert haben, dass sie in so einem kleinen Stadion spielen mussten. Aber im Großen und Ganzen waren ja alle Spiele ausverkauft und dass Deutschland dann noch bis ins Endspiel gekommen ist, das hatte ich vor der EM ehrlich gesagt nicht gedacht, dass sie so weit kommen. Aber mit jedem Spiel, das sie gewonnen haben, ja, wussten wir kommen doch diesem Ziel ein Stückchen näher. Und das war, glaube ich, also wer in London war oder aber auch am TV, war das schon ein Riesenerlebnis, das Endspiel zu sehen und zu erleben. Okay, Natascha, Ergänzung. Ja, ich glaube, was mit Sicherheit auch, wir haben ja im Vorfeld auch sehr gesprochen über das Thema bei der deutschen Mannschaft, reicht die Vorbereitung aus, sind die Trainingsspiele zu wenig, also wie kommt es mit dieser, ich sag mal, Teambildung zustande, funktioniert das über diese 3 längeren Trainingslager, nachdem wir gerade auch im April da dieses Spiel gegen Serbien verloren haben, wo wir ja nicht sehr gut aussahen und wir haben halt alle gesagt, also eigentlich muss es ein Erfolg werden oder sie müssen wenigstens Halbfinale werden, damit halt auch hier ein bisschen was passiert und haben auch alle ja gesagt, es hängt vom ersten Spiel ab, wie sie gegen Dänemark spielen, ne? Und da haben sie natürlich voll überzeugt und da haben sie sich, glaube ich, auch nochmal das Selbstbewusstsein geholt. Und was ich grundsätzlich gut fand, war diese Serie, die sie gestartet haben und wo ja dann auch die ersten 3 Teile vor der EM veröffentlicht worden sind, weil das hat natürlich auch nochmal die gewünschte Transparenz geschaffen. Und Du naja, gut, dann meinst hast du die natürlich Do du meinst die die Doku, Doku. ne? Ja, ganz genau. Ich meine, die Doku. Gut, und was natürlich dann ja vollends das Ganze hier zum Hype gemacht hat, war natürlich die Performance von der Alex Popp. Das ist natürlich schon eine Geschichte, aus der du ein bisschen was auch in den Medien machen kannst. Also ich glaube, da wird der Herr Bartsch auch zustimmen, dass das natürlich dann, wenn es mal gefundenes Fressen war, um das Ganze auch noch zu hypen. Also das war dann so die Sahne auf dem Cake. Ja, ich hab extra diese Bilder hier reinkopiert. Die Alexandra Popp hat da, glaube ich, einen erheblichen Anteil an dieser ganzen Geschichte. Das Sahnehäubchen, sicherlich mit Pech verfolgt, sie konnte im Finale nicht dran teilnehmen, aber insgesamt hat sie die EM der deutschen Mannschaft dann doch geprägt. Oder wie siehst du das, Andreas? Insgesamt war es einfach ein perfektes Turnier. Und ich war ja eine Woche drüben, habe 3 Live-Spiele im Stadion gesehen. Es war für England als Veranstalter perfekt. Es war für die deutsche Mannschaft ein perfektes Turnier mit Ausnahme des Finales. Aber ich denke, es hätte kaum besser laufen können. Und wir werden in 5 Jahren, in 10 Jahren noch sagen, die Euro 2022 war das Turnier, wo den Frauenfußball verändert hat, vorangebracht hat, in der öffentlichen Wahrnehmung ja platziert hat. Also es war ein Turnier, das einen Meilenstein darstellt und wo man noch in Jahren davon schwärmen wird. Und ja, wie gesagt, ich war eine Woche drüben, diese Stimmung, diese Begeisterung im Land, das hat von Spiel zu Spiel zugenommen. Und wir hatten es ja auch im Vorfeld gesagt, wichtig ist einfach, dass auch der Gastgeber gut ins Turnier startet. Das war mit dem ersten Spiel gegen Österreich im Old Trafford natürlich super. Für die deutsche Mannschaft war der Start gegen Dänemark fantastisch. Also ja, ein einfach begeisterndes Turnier und wo viele, die vorher dem Frauenfußball nicht so zugewandt, zugeneigt waren, eben auch gesehen haben, das ist toller Fußball, der da gespielt wird. Technisch hochstehender Fußball mit Emotionen, mit Rasse, mit Tempo. Es hat alles gepasst, die Zuschauerbegeisterung, die ausverkauften Stadien. Also ja, wie gesagt, besser hätte es nicht laufen können. Ja, und die TV-Zahlen, die Zuschauerzahlen passten dazu auch noch. Und ich glaube auch, was der Herr Batsch vorher schon mal gesagt hat, er beobachtet so die Werbung, die Auftritte, Social Media, dieses ganze Paket hat einfach gepasst. Könnte man da zustimmen, Herr Batsch? Auf jeden Fall. Es hängt natürlich auch ein bisschen miteinander zu tun. Also sind die Spiele gut, sind die Ergebnisse gut, lässt es sich leichter vermarkten? Das ist ja ganz klar, es ist so ein Geben und Nehmen. Hätte jetzt beispielsweise die deutsche Mannschaft in der Vorrunde schlecht abgeschnitten, wäre beispielsweise ausgeschieden, dann wäre das ganze Turnier bei uns im Land auch gar nicht so präsent geworden, wie es jetzt schlussendlich war. Also es war immer
immer so ein Geben und Nehmen. Es war tatsächlich einfach super, wie gut man in das Turnier gestartet ist. Allein schon aus dem ersten Gruppenspiel hat man extrem viel rausziehen können für alles, was danach kommt. Da hat sich dieser Hype eigentlich schon aufgebaut, weil davor auch immer wieder online, Social Media technisch ja gesagt wurde, das ist ja nichts Neues. Frauenfußball, ja, schön und gut. Schwieriges Thema, wollen viele nicht anschauen, ist nicht attraktiv, ist langsam und so weiter. Dann zeigt man so eine Partie im ersten Gruppenspiel. Das war natürlich sehr, sehr dankbar, um da so einen Hype zu generieren. Und ja, wie ich gesagt habe, es ist so, ja, es sind Zahnräder, die einfach ineinander greifen. Das Sportliche bedingt den medialen Auftritt und auch natürlich ein bisschen andersrum. Ein medialer Auftritt, ein Hype, der entsteht, der kann natürlich dann auch nochmal sportliche Leistungen beflügeln. Das ist ganz klar. Ja, da haben wir drauf gewartet, alle. Aber trotzdem haben sich viele die Frage gestellt, bleibt dieser entstandene Hype, ist der nachhaltig genug? Und darauf versuchen wir jetzt mal ein paar Antworten zu finden in den nachfolgenden Minuten. Ja, der SC Freiburg, da ist er. Jetzt nehmen wir den SC Freiburg erstmal da raus. Ne? Wie sind die Auswirkungen beim SC Freiburg gewesen? Jetzt habt ihr eine neue Trainerin dazu bekommen, ihr habt neue Verpflichtungen, ihr habt aber auch Kontinuität bewiesen, ihr habt wichtige Spielerinnen behalten, habt auch Vertragsverlängerungen jetzt zum Beispiel kundgetan. Erzählen Sie mal kurz. Ich glaube, wir haben uns alle die gleiche Frage gestellt nach dem Sommer. Ist dieser Hype langfristig? Ist es nachhaltig, was da passiert ist? Und ich glaube, jeder und jede hatte so ein bisschen Angst auch vor den nächsten Wochen und Monaten und die Befürchtung, es könnte wieder einbrechen. Dass das Ganze dann nicht der Fall war, war vielleicht einerseits ein bisschen überraschend, weil man ja doch eben immer diese Sorge hatte. Andererseits natürlich auch ja, sehr, 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 sehr dankbar einfach. Deshalb kann man durchaus sagen, ja, wir bei uns in Freiburg, wir merken definitiv diese positiven Auswirkungen, das auf ganz, ganz vielen Ebenen. Beispiel ist zum Beispiel, dass wir ja dieses Jahr oder diese Saison wöchentlich Interviewanfragen kriegen. Da sprechen wir in der Woche wirklich von vielen, vielen Anfragen. Es ist nicht irgendwie eine Anfrage pro Woche oder sowas wie in der vergangenen Saison, sondern mittlerweile haben wir ein großes Medieninteresse auch in Freiburg im Frauenfußball. Der Freiburger Standort ist ja bekannt dafür, dass er jetzt nicht der allergrößte Medienstandort ist, gerade auch was den Männerfußball angeht. Wir sind so, ja, wie viele irgendwie so sagen würden, eine Art gallisches Dorf. Da passiert medial nicht viel. Da ist wenig Aufruhr. Dementsprechend ist aber auch generell wenig Berichterstattung. Und deshalb freut es mich persönlich einfach sehr, dass diese Medienanfragen bei mir immer öfters reinlaufen und vermehrt reinlaufen für die Spielerinnen. Und das hat man tatsächlich direkt auch nach der EM gemerkt. Das ist die eine Sache, an der man es gemerkt hat. Die andere ist aber natürlich offensichtlich auch die Zuschauerzahl. Da kommen wir nicht drum rum, darüber zu sprechen. Ich glaube, wir haben einen Schnitt von 2.800, 2.900 Zuschauern. Letzte Saison waren wir noch unter einem vierstelligen Wert. Besonders schön und besonders bemerkenswert finde ich an diesem Wert nicht nur, dass er gestiegen ist. Das ist auf der einen Seite natürlich wahrscheinlich auch für alle Clubs so und vor allem auch so schön, dass er gestiegen ist. Dass er in Freiburg aber so deutlich gestiegen ist, also fast das Dreifache in dem Fall, liegt nicht daran, dass wir Highlight-Spiele gemacht haben, wie andere Clubs, was generell, aber da werden wir sicher nachher nochmal drüber sprechen, extrem wichtig ist für den Frauenfußball. Aber umso bemerkenswerter finde ich, dass wir so einen Zuschauerzugang haben. Wir haben jedes Spiel bei uns im Stadion, im Dreisamstadion gespielt, was die offizielle Heimspielstätte ist. Und hatten dort nicht irgendwie Highlight-Spiele, sind nicht umgezogen in noch größeres, moderneres Stadion, das Männerstadion sozusagen, wie es viele Clubs gemacht haben für ihre Highlight-Spiele. Wodurch natürlich dann logischerweise die Zuschauerzahl nochmal extrem steigt für ein Spiel und dadurch natürlich auch den Schnitt nochmal hochpusht, ganz klar. Deshalb freue ich mich extrem über die Fans, die bei uns kommen, die regelmäßig kommen und die für diesen Schnitt sorgen.
und würde mir trotzdem wünschen, dass wir solche Highlight-Spiele auch in Freiburg nochmal bekommen. Also dass wir auch in Freiburg es irgendwann mal schaffen, das Dreisamstadion mit 10.000, 12.000, 15.000 Fans zu füllen. Das ist tatsächlich noch sowas, worauf wir hier ein bisschen warten. Das, was ja, andere wir Vereine... Wir haben ja zwei Freiburger hier, zwei Frankfurterinnen hier, dann haben wir einen Bayern hier, oder zwei sogar. Jetzt könnte man ja mal die Werbetrommel schlagen und dann mal das Stadion vormachen, wenn die beiden Mannschaften kommen. Stimmt tatsächlich, nur sind beide Spiele ja schon durch gewesen bei uns in Freiburg. Ja. Sowohl Frankfurt war da, als auch Bayern und... Beide Spiele sahen wenig unbedingt so super gut aus, muss man an der Stelle auch sagen. aber ja, das ist was, worauf wir natürlich noch hinarbeiten, ganz klar. Okay, ja, jetzt hatte ich hier schon aufgezählt, so ein paar Spielerinnen. Also so ganz unbekannt ist Freiburg ja nicht. Man hat immer so gesagt, ja, Ausbildungsverein, die bilden aus, dann gehen dann zu bestimmten Zeiten dann auch Spielerinnen weg, ne? Weggekauft. Jetzt hat Charlotte zum Beispiel gesagt, ja, man muss immer aufpassen, wenn man sowas dann aufzählt. Sind sie kurzfristig da? Haben sie vielleicht das als Sprungbrett gesehen? Und ja, Charlotte, wie siehst du die Liste, die ich da aufgeführt habe? Ja, das sind Spielerinnen dabei, die jetzt schon lange dabei sind, aber es sind halt auch Spielerinnen, die einfach diesen Umweg über Freiburg irgendwie für den nächsten Schritt gemacht haben. Das ist eine Lina Magull, das ist die Merle Fromms, das ist vielleicht auch die Jeannie Kirchberger, also das ist, oder Sharon Beck oder sowas, wobei das für mich eine Spielerin ist, die ja nur einige Vereine durchlaufen hat, von Leverkusen über Hoffenheim in Freiburg gelandet und dann schlussendlich jetzt in Köln ist. Also es ist ganz bunt gemischt, sage ich jetzt mal, von diesen Spielerinnen, die da jetzt aufgeführt sind. Also welche wie die Hasret, die schon, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre in Freiburg inzwischen ist. Ich weiß über es gar 10. nicht, aber schon über 10, ja. Es ist so, hat man so, manchmal fehlt das Gefühl dann irgendwie. Ja, aber was man ganz unterschiedlich, sage ich jetzt mal, von diesen Namen her, welchen Weg die gehen. Aber was man halt sehen kann, ihr könnt im Augenblick die Spielerin auch halten. Ne? Habt sogar eine Nationalspielerin mit Janina Minge. Habt Verlängerungen habt ihr in den letzten Wochen gehabt. Können Sie mal sagen, wen Sie da alles verlängert haben? Und wenn ich jetzt alle Namen aufzählen müsste, dann sitzen wir hier tatsächlich noch ein bisschen. Also ich glaube, wir haben tatsächlich heute die 7. Verlängerung bekannt gegeben. Auch zu meiner Überraschung, also es ist eine wahnsinnige Zahl mittlerweile, liegt aber auch so ein bisschen an, ich sage jetzt mal einfach ganz allgemein, am System Frauenfußball. Es ist jetzt kein besonders großes Geheimnis, dass die Vertragslaufzeiten generell im Frauenfußball nicht irrsinnig lang sind. Wir sprechen da nicht wie im Männerfußball teilweise über 3, 4 Jahre, wo du dann wirklich eine Vereinsbindung hast, wo es einfach ja, eine gewisse Sicherheit gibt. Es ist offensichtlich, es ist bekannt im Frauenfußball, dass die Verträge dort kürzer laufen. Ich werde auch da natürlich jetzt nichts Genaueres zu sagen, sonst wir wären ja nicht Freiburg, wenn wir nicht über Verträge ein großes Geheimnis machen würden. Aber ja, wir haben es tatsächlich aktuell geschafft oder sind aktuell dran, einige Spielerinnen hier zu halten, auch hoffentlich längerfristig hier zu halten. Wir haben jetzt, glaube ich, letztes Jahr 2 Abgänge gehabt mit Eri Memeti, einen, sagen wir mal, etwas größeren, die bei uns sich letztes Jahr super gut entwickelt hat und dann nach Hoffenheim gegangen ist. Lina Bürger musste aus gesundheitlichen Gründen ihre Karriere beenden. Aber da sprechen wir über 2 Abgänge. Das war die Jahre davor schon mal anders. Ja, deswegen habe ich das kurz angeschnitten. Genau. Ich glaube auch, dass wir dieses Jahr im Sommer keinen riesigen Umbruch haben werden. Dafür haben einfach zu viele Spielerinnen schon verlängert. Und das liegt wahrscheinlich ja auch an dem Standort mittlerweile.
Also wir sind ja umgezogen letztes Jahr ins Dreisamstadion Ja, und haben, darauf wollte ich hinaus, ja, ne? das habe ich mir gedacht, und haben da einfach echt einen Standort, der für die Frauen-Bundesliga schon ein richtig, richtig gutes Niveau einfach bietet. Andreas, wenn du an SC Freiburg denkst, woran denkst du da zuerst? Ja, zunächst mal an die vielen guten Spielerinnen, die wir aus Freiburg nach unten bekommen haben. Sind da alle drauf? Nina Magul, Julia Gwinn, Ja, Laura Benkert, was haben genau. wir da noch? Sarah Bühn. Sandra Starke. Okay. Sandra Starke ist Wolfsburg. Das Wolfsburg, Bitte? ja. Sandra Starke ist Wolfsburg. Ja, Die ist nach aber 9 Jahren Sarah nach Bühn Wolfsburg. Ja, die war nur zu Besuch da, genau. Caro Simon, Sarah Ja. Bühl. Ja, die Frage ist einfach, wie ist die Zielsetzung für die nahe Zukunft in Freiburg? Will man ähnlich wie Hoffenheim offensiv formulieren, wir möchten in die Champions League, oder will man einfach den Weg so weitergehen, gesichertes Mittelfeld, vielleicht mal obere Tabellenhälfte mitspielen, Spielerinnen, ja, ausbilden, auch den Weg zum nächsten Schritt, wie Sie es auch genannt haben, ermöglichen? Oder greift man tatsächlich mal an, vom neuen Standort her würde sich das ja anbieten? Ist eine gute Frage. Das müssen zwei andere Personen beantworten, die hier nicht drinne sitzen, unsere Cheftrainerin und unsere Abteilungsleiterin. Und ich glaube, beide würden aber, so viel kann ich, glaube ich, verraten oder vorwegnehmen. Ja, die haben beide die Freiburger Philosophie. Die würden jetzt nie offen angreifen, mit dem Motto, wir müssen, keine Ahnung, in einem Jahr, in 2 Jahren Platz 3 erreichen. Das würde nicht zu uns passen. Ich glaube, das ist auch bekannt. Ich glaube, das adaptieren wir auch gerne von den Männern, die ja diesen Freiburger Weg eigentlich geprägt haben, so ein bisschen. Und das adaptieren wir für unsere Abteilung. Ich glaube aber schon auch, dass wir mit dem neuen Standort auch gewisse höhere Ansprüche haben. Ich glaube, es wäre ein Fehler, langfristig zu klein zu denken oder klein zu denken. Deshalb, es wird wahrscheinlich aus unserer oder von unserer Seite nie irgendwie eine Zielformulierung geben, was irgendwie einen Platz angeht, einen Tabellenplatz oder das Erreichen von der Champions League Quali. Dass wir da oben aber perspektivisch mitspielen können und dass es irgendwo bei diesem Standort auch nicht ganz unwichtig ist, sich ein bisschen weiter oben einzusiedeln. Ich glaube, das ist klar, das ist offensichtlich, weil die Bedingungen hier in Freiburg am Dreisamstadion, die sind jetzt einfach so gut, dass wir auf lange Sicht, auf wirklich, also lange, mit langer Sicht meine ich dann auch wirklich 2, 3, 4, 5 Jahre, wie gesagt, die sind so gut, dass wir da nicht Ewigkeiten nur damit klarkommen oder durchkommen zu sagen, wir möchten die Klasse halten und wir möchten Spielerinnen ausbilden. Es ist klar, dass es so die Grundbasis ist, die gehört für uns einfach dazu. Das ist für uns das Allerwichtigste. Klassenerhalt muss sichergestellt sein. Wir sind immer noch ein Ausbildungsverein, uns ist die Jugend extrem wichtig. Von der Jugend kommen immer wieder Spielerinnen hoch. Mit der U20 spielt jetzt auch unsere zweite Mannschaft in der zweiten Liga. Das ist einfach die Basis für uns. Dass wir dann aber auch immer mal wieder oben anklopfen möchten. Ich glaube, so viel Ehrgeiz hat tatsächlich dann auch die Mannschaft und unsere Trainerin. Okay. Wenn ich nochmal nachgrätschen darf, also wir haben es in unserem Talk ja auch schon öfter angesprochen, die Gefahr, dass einfach die Schere weiter auseinander geht, die ist durchaus ja vorhanden durch die Champions League und nicht unbedingt das Finanzielle, sondern für die Ansprüche der Spielerinnen. Das ist einfach so, dass viele Spielerinnen, die sich entwickeln, die besser werden, die dann auch den Anspruch stellen, ich will international spielen, ich will Champions League spielen. Und die Gefahr ist halt da, wenn man sagt, man ist zufrieden mit Platz 5, Platz 4, Platz 6, dass dann auf Dauer, auf lange Sicht Spielerinnen immer wieder weggehen werden, eben nach Frankfurt, nach Wolfsburg, nach München oder vielleicht auch ins Ausland. Das ist eine Entwicklung, die kommt einfach. Deswegen fand ich sehr beeindruckend, wie Hoffenheim jetzt bei, ich glaube, 6 Punkten Rückstand auf Platz 3, aber offensiv gesagt, unser Ziel bleibt Platz 3. Wir wollen uns für die Champions League wieder qualifizieren. Für die Liga unglaublich wichtig, dass die Konkurrenzfähigkeit größer wird, dass nicht nur 2 oder 3 oben spielen und der Rest ist dann ein großes Mittelfeld und 2, 3 spielen gegen Abstieg, sondern dass
5, 6 Mannschaften konkurrenzfähig um die Top-Plätze spielen. Aber sorry, Klaus, ich bin dir gerade ins Wort gefallen. Auf jeden Fall, da würde ich nochmal eingrätschen auch. Sehe ich tatsächlich genauso. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Liga da auf einem guten Weg ist. Also, dass Wolfsburg und Bayern aktuell sehr weit oben stehen, das ist klar. Darüber müssen wir nicht reden. Mittlerweile haben wir Frankfurt, die da wieder ordentlich Konkurrenz bieten, die sich nicht nur mit dem 3. Platz begnügen wollen. Und wir haben Hoffenheim, wir haben vielleicht auch Freiburg, die so ein bisschen mitmischen, auf jeden Fall. Und ich glaube, es ist einfach ein Unterschied zwischen einerseits mitmischen, also quasi auf diesen Platz 3 angreifen wollen, dass das möglich ist, hat man, glaube ich, gesehen. Wenn wir diese Saison 1, 2 Punkte mehr holen, sind wir noch enger dran an Frankfurt. Aber für mich persönlich ist es auch nochmal ein Unterschied, ob man sagt, ja, oder ob man auf die Tabelle schaut und sieht, okay, da mischen diese Teams mit Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg, vielleicht auch Leverkusen, Köln, die ja was Ähnliches auch ausgeben. Für mich ist dann weniger relevant, was die Clubs selbst ausgeben oder was sie sagen. Also ob sie sagen, wir wollen jetzt unbedingt Platz 3 werden und dann vielleicht am Ende nur 5. mit 10 Punkten Abstand. Oder ob sie es nicht sagen und da mal trotzdem heimlich mitmischen. Das ist für mich der wesentliche Punkt und das, worauf es eigentlich ankommt. Okay, dann habt ihr das soweit durch das Thema. Wir wollen ja Antworten finden mit dem Hype, ob der weitergetragen wird und ob er nachhaltig ist. Ja, und dann kam gleich das Eröffnungsspiel, die erste Begegnung, Eintracht Frankfurt, Bayern München. Und jetzt schalte ich mal nach England ganz kurz rüber. Adriana, wenn du diese Begegnung, wenn du das gehört hast, mit diesem ganzen, ja, ich sag's immer wieder, Hype aus England, die Erwartungen, die in Deutschland transferiert worden sind, was hast du gedacht, was wird da passieren? Kommen da die Zuschauer in Massen? In England ist es auf jeden Fall, ich würde sagen, da wird es definitiv sehr gut vermarktet, auch wo wir vorhin drüber schon gesprochen haben, eben diese Highlight-Spiele, vor allen Dingen eben Chelsea, Arsenal, Manchester City, Man United, die wirklich auch eben diesen Namen natürlich auch haben und die Stadionkapazität. Da haben wir im Vergleich dazu in Deutschland ja auch die großen Stadien, die zum Teil genutzt werden, aber die dann trotzdem nicht voll werden konnten bisher. Und in England ist es eben schon der Fall. Zum einen dadurch, weil natürlich der Hype dann doch nochmal etwas größer durch die EM war als in Deutschland. Aber zum anderen auch eben, weil da insgesamt das Rahmenprogramm für die Spiele auch anders angelegt wird. Da wird vor allen Dingen eben Familien angesprochen, eben auch Mütter und Kinder, nicht nur, ich sag mal, Männer dann eben, sondern und dann eben auch genau Rahmenprogramm eben auch für die Kinder, dass es sozusagen nicht nur, dass ein Event daraus gemacht wird und das spricht natürlich dann extrem viele an und nehmen das an und wenn die dann eben ein positives Spiel erleben, dann überträgt sich das natürlich immer weiter und dann auch von Mund-zu-Mund-Propaganda und ich glaube, da geht sogar noch mehr. Und okay. Ja, bin gespannt, was da jetzt in Zukunft noch kommt. Okay, also wir gucken jetzt mal nach Frankfurt. Jetzt war dieses Eröffnungsspiel. Jetzt kommen meine beiden Frankfurterinnen. Da war ja eine Erwartungshaltung von allen Seiten. Können Sie das Deutsche Bankstadion, können Sie das füllen? Was habt ihr gedacht? Was wurde da vorher alles ja gemacht, um es wirklich zum Erfolg zu führen, zuschauermäßig? Also die PR-Maschine ist schon gut gelaufen und die Frankfurter Mädels sind ja schon auch mittlerweile hoch angesehen. Also das hat man ja auch schon im letzten Spiel gesehen, der letzten Saison, als es gegen um den Platz 3 ging, wo mit 4.500 Zuschauern das Britannobad voll war, was damals Zuschauerrekord für die Saison war. Und von der Seite her hatte ich schon damit gerechnet, dass 20.000 kommen. Was man natürlich nicht hat, ist dieses Großrahmenprogramm, was jetzt von Adriana spricht. Ne? Da geht es ja wirklich rein oder nur ums Spiel. Da gibt es kein, ich sag mal, sonstiges Tamtam darum,
wo man dann sagen könnte, okay, das sorgt vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, um den einen oder anderen ins Stadion zu locken. Ja gut, also da war jetzt nicht viel gut. Man hat das diese Eröffnungszeremonie hat man gemacht mit dem Fähnchen und so weiter und so fort. Aber trotzdem hat, glaube ich, Frankfurt seinen Job sehr gut gemacht, Charlotte. Es war ja immer in den Medien so kolportiert worden, dass man also 15, 12.000 hat. Irgendwann gab es mal 20.000. Und wenn wir sehen, sind es über 23.000 geworden. Also was die Eintracht sicherlich macht, sie schreiben halt ihre ganzen Mitglieder an. Also es gibt dann auch eigentlich ja vor allen Spielen auch jetzt, wo die Männer Pause hatten, gab es dann immer wieder Anschreiben auch an die Mitglieder von der Eintracht und gab dann als Mitglied bist du ein bisschen günstiger reingekommen, zumindest was die Stehplätze angeht und so weiter. Also das ist auch darüber wird es auch nach wie vor ein bisschen promoted sozusagen. Also innervereinsmäßig, was jetzt gar nicht so nach außen dringt. Und man muss sagen, dass auch die Sitzplätze eigentlich in jedem Spiel, auch vor den Spielen, schon ausverkauft sind. Also wenn sind immer nur noch Stehplatz oder die Südtribüne frei. Also da ist einfach, ja, wir hatten, glaube ich, auch so viele Dauerkarten verkauft wie schon seit Jahren nicht mehr. Ja, also. Ich glaube, wir waren in den letzten FFC-Jahren, jetzt mal vor Corona, waren wir, glaube ich, keine 100 Dauerkarten verkauft. Und es waren jetzt, glaube ich, 300, 400, die verkauft worden sind. Gehen wir Also es jetzt ist mal, auch. ja. Gehen wir mal von dem Zuschauerboom jetzt weg oder den erwarteten. Es war ja wirklich eine klasse Sache. Ich war ja selber da. Tolle Stimmung, muss man sagen. Andreas, aber es ging's ja auch, ging ja auch um Sportliche, ne? Bayern München, erster Auswärtsspiel vor großer Kulisse. Deine Erwartungen erfüllt in dem ersten Spiel? Ja, Auswärts gegen Frankfurt? Das ist, absolut. Also, man wusste ja vorher, dass das wohl die zwei Mannschaften sind, die sich um Platz zwei hauptsächlich streiten werden. Und von daher war es erstes Spiel immer schwierig. Und ich denke, es war vom Niveau her ein sehr gutes Spiel, ein ausgeglichenes Spiel. Es hätten beide gewinnen können. Und mit der Punkteteilung, also ich denke, es konnten beide Seiten gut damit leben. Es war ein sehr guter Auftakt in die Saison und zwar eine Werbung insgesamt für den Frauenfußball. Also ich fand den Auftakt sehr gelungen. Dass Luft nach ja. oben ist, ist ja ohne Frage, aber es war ja das erste Mal, dass man so mit so einem Highlightspiel in die Saison gestartet ist. Und es hat Erwartungen vorher geweckt und ich denke, die sind auch erfüllt worden und es war ein guter Start in die Saison. Sportlich auch. Sehr gutes Spiel. Ja, das war sportlich, also das war eins der besseren 0-0-Spiele. Also das war wirklich klasse mit Chancen hüben wie drüben und ja, die Maler Groß hat da großartig gehalten, ne? Unter anderem. Was ich noch zum Thema Zuschauer, Anstieg vielleicht anmerken würde, ist, also man sieht es ja auch in Frankfurt, dass wir inzwischen, ich meine, auch im Brentanobad so im Schnitt eigentlich pro Heimspiel 2.500 Zuschauer haben, selbst wenn das Wetter äußerst bescheiden ist. Ich meine, im Brentanobad, wenn man Stehplatzkarten ist, wird man einmal ordentlich nass geregnet. Also da ist jetzt auch kein schützendes Dach darüber. Also da muss man schon großer Fan sein, wenn man dann da auch ins Stadion geht. Und ein ganz großes Thema ist, und das ist das, was mir auch in Frankfurt halt auffällt, ist wirklich so diese Infrastruktur drumherum. Also sprich, wie lange brauche ich, um mal meine Stadionwurst zu kriegen oder vielleicht auch ein warmes Getränk und so. Und das ist etwas, da müssen die Vereine definitiv dann auch gucken, dass das halt auch mitzieht. Ne? Es ist das eine, den Konsumenten, den Fan ins Stadion zu kriegen und zu sagen, ah ja, du guckst jetzt ein Fußballspiel an, aber du musst trotzdem auch schauen, dass das drumherum irgendwo passt. Weil kein Fan hat Lust, eine halbe Stunde auf sein Bier oder auf seinen Äppler oder auf seine Bratwurst zu warten. Ne? Also damit verkraule ich mir natürlich dann auch den Konsumenten, gerade wenn er halt auch Kinder dabei hat, weil die sind nicht so geduldig. Also das ist so ein bisschen das, was ich denke, was man auch im Auge haben muss, wenn man über Struktur spricht. Das eine ist die Struktur für Trainingsbetrieb, alles, was dazuhört, was jetzt in Freiburg auch wesentlich besser ist durch den Umzug ins Dreisamstadion, aber es gehört auch dann die Struktur für ein
Spielbetrieb, wo mehr Zuschauer kommen, der muss halt auch nachziehen. Und da glaube ich zum Beispiel, dass wir in Frankfurt am Brentanobad schon noch ein bisschen Nachholbedarf haben. Also das kann ich jetzt mal so aus der eigenen Fanbrille sagen. Wie sieht's bei euch aus mit der Bratwurst, Herr Batsch? Gibt es nur die rote? Da gibt es die rote. Ach, die rote Wurst gibt es da. Ja, in Freiburg ist es, also wer mal nach Freiburg kommen sollte, die lange Rote ist die Spezialität hier. Sehr, sehr gut. Und mittlerweile sollte man auch eigentlich relativ zeitnah auch eine bekommen. Die Probleme hatten wir anfangs der Saison und auch letzte Saison, dass wir zu wenig Kioske geöffnet hatten. Haben da auch Rückmeldungen bekommen von den Fans, haben dem entgegengewirkt, gegengesteuert und jetzt sollte man auch zeitnah, ja, wie gesagt, Stadion Wurst, Stadion Bier bekommen, so wie es eigentlich sein sollte im Stadion. Okay. Andreas, in München gibt es Brezen und Weißwurst. Nein, es gibt. Leberkäse. Ja, es gibt natürlich den Leberkäs und die Bratwurst und alles, aber auch da hat Bayern am Campus noch Nachholbedarf. Also wenn dann Einlass im Campus ist, dann sind die zum Teil am Kiosk noch nicht vorbereitet oder haben noch keinen warmen Leberkäs und ja, also Nachholbedarf, was das angeht. Okay. Aber vieles ist in Gang gekommen und ich sage mal, die Vereine haben vielleicht in manchen Punkten gar nicht damit gerechnet, sind ein bisschen überrollt worden und müssen jetzt hinterher organisieren. Also lassen wir es mal nicht oder nehmen es nicht ganz so kritisch. Naja. Gut, Ja, wobei okay. das in München auch vor der EM noch nicht wirklich funktioniert hat. Also das ist insgesamt, ich kann ja auch für VIP-Bereich sprechen, das ist mit der schlechteste VIP-Bereich, den es in der ganzen Liga gibt, was da München am Campus bietet. Also von daher ist da viel Luft nach oben in München. Okay, jetzt gehen wir mal von den Zuschauern, ein bisschen vom Sportlichen weg. Wir haben neue Trainer bekommen in der Liga, haben aber auch schon Entlassungen. Neue Trainer, unter anderem auch wieder in Freiburg. Seid ihr zufrieden? Ich glaube, wir können nicht klagen, wenn wir auf Platz 4 stehen. Ich glaube, man kann sagen, man hat alles richtig gemacht. Theresa ist wirklich, die hat neuen Schwung reingebracht. Ich glaube, anders kann man es nicht formulieren. Die kommt bei der Mannschaft extrem gut an. Hat da, glaube ich, die richtigen Worte gefunden. Auch von ihrer Art passt sie einfach sehr, sehr gut zu uns. Ich finde, sie lässt ein schönes, ein attraktives Spiel spielen. Ich glaube, man hat Anfang der Saison noch gemerkt, wo die Schwachstellen oder wo der Haken vielleicht bei dem Spielstil ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir dann ja wieder in die Rückrunde oder in den zweiten Auftakt quasi reinstarten. Aber alles in allem, glaube ich, sind wir sehr, sehr zufrieden und sehr, sehr glücklich mit der Situation jetzt. Ja, wenn man jetzt die Trainingsfotos so sieht, ne, die Stimmung scheint sehr gut zu sein. Das ist also nicht irgendwie aufgesetzt. Da gibt es wirklich Freude und Spaß. Ist ja auch ganz wichtig. Ich denke mal, im Frauenfußball besonders wichtig. Ne? Auf jeden Fall. Auch da würde ich ein bisschen wieder einschränken. Es liegt auch an der Situation jetzt, ganz klar. Also wenn man weiter oben mitspielt, hat man, glaube ich, automatisch mehr Spaß, als wenn man im Tabellenkeller hängt. Das ist jetzt wenig überraschend. Deshalb, ja, aktuell läuft's. Wir können es, glaube ich, ganz gut einordnen. Wir wissen, glaube ich, dass wir auch andere Situationen schon mal hatten in Freiburg. Aber ja, es stimmt tatsächlich. Also aktuell ist die Stimmung sehr, sehr gut hier. Ja, dann haben wir mit dem Herrn, mit Sebastian Miedecke haben wir einen neuen Trainer gehabt, der leider dann später entlassen worden ist, wegen Erfolgslosigkeit. Das ist natürlich das etwas Negative an der ganzen Geschichte. Eigentlich unverschuldet, haben wir schon mehrfach hier thematisiert. Quasi nach 4 Monaten, ne, ist er wieder raus. Wir haben aber auch einen neuen Trainer in München, den Alexander Strauß. Das war auch nicht so ganz klar,
wie der jetzt ankommt, ne? In München. Andreas. Ja, also Jens Scheuer hat ja sehr erfolgreich gearbeitet, hat auch eine Meisterschaft geholt nach München, aber trotzdem denke ich, es war einfach, der Zeitpunkt war der richtige für einen Trainerwechsel. Und Alex Strauß kommt, soweit ich das mitbekomme, sehr gut an bei der Mannschaft, hat einen sehr guten Draht. Seine taktischen Ideen kommen gut an und Spielerinnen, die bei Jens Scheuer ein bisschen Schwierigkeiten hatten oder nicht ganz so zufrieden waren, die schwärmen von der Art und Weise, wie er spielen lässt. Ja, es kann natürlich nicht von heute auf morgen gehen, wenn ein neuer Trainer kommt mit neuen Ideen. Das braucht Zeit. Ich denke, dafür hat es sehr gut geklappt und ja, wir sind sehr zuversichtlich, dass er seine Ideen weiterhin gut umsetzen kann und dass da die Entwicklung weiter nach oben geht. Man will ja nicht damit zufrieden sein, jetzt um Platz 2 oder 3 zu spielen, sondern man will ja um den Titel spielen und auch international sich weiterentwickeln. Aber schauen wir mal, der Anfang ist sehr vielversprechend von Alex Strauß. Ja, er hat sich da, glaube ich, mit der Mannschaft ganz gut zusammengefügt. Er hat eine gute Taktik entwickelt mit denen, die passt gut zur Mannschaft. Und ja, muss man abwarten, wie sich das dann, wie gesagt, entwickelt. Ist auch in der Champions League und in der Meisterschaft. Am Ende der Halbserie hat uns dann der Gabor Galay verlassen von der TSG Hoffenheim. Das habe ich auch nochmal erwähnt. Auch wegen irgendwelcher internen Dinge, die aber nicht nach außen kommuniziert worden sind. Ist eigentlich schade, dass es in der Frauenfußball-Bundesliga jetzt auch zu Trainertrennungen kommt. Ne? Ja, hier habe ich mal so ein paar Spielerinnen rausgesucht, die geglänzt haben, die auch sich aufmerksam gemacht haben. Und da ist, oh Wunder, sogar die Janina Minge dabei, die sich also zur Nationalspielerin entwickelt hat. Die haben auch 8 Tore schon erzielt, ne? Dürfte passen, die Bilanz. Eva Payot und Alexandra Popp. Das sind natürlich dann auch 2 Spielerinnen von Wolfsburg, die man da erwähnen darf. Dann als Torhüterin die Mala Groß, die Merle Froms, Sina Johannes, die jetzt da im Tor steht, bei Eintracht Frankfurt auch eine gute Figur macht, die auch die Erwartungen, glaube ich, erfüllt. Was sagt ihr dazu, Natascha, Charlotte? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es war ja schon so ein bisschen, als der Abgang von der Merle dann feststand letztes Jahr im Februar, was aus ihrer Sicht nachzuvollziehen ist, als Nationalspielerin, Nationaltorhüterin in der Nationalmannschaft die Konkurrenz hat. Alles, ich sag mal, Torhüterinnen, die in Champions League-Mannschaften spielen. Da kommen wir wieder auf das Thema, wie wichtig ist diese internationale Präsenz, gerade als Nationalspielerin. Und ja, da war schon so die Frage, wen holt man jetzt? Und dann hat man Stina Johannes aus dem Hut gezaubert und war am Anfang ein bisschen schwierig, dadurch, dass sie noch so ein bisschen ja, verletzt war. Das hat man ja dann in der Champions League Quali gesehen, dass das, glaube ich, schon ein bisschen gefehlt hat. Aber pünktlich zum Rundenstart hat sie im Tor gestanden und hat ja auch im Eröffnungsspiel 1-2 Dinger wirklich sehr gut gehalten, die uns am Ende des Tages auch den Punkt gebracht haben. Also ja. Ich glaube, wir sind da im Großen und Ganzen ganz zufrieden. Was so ihre Leistung angeht, das Zusammenspiel mit der Abwehr, da glaube ich, da gibt es noch Luft nach oben, um es mal so zu sagen. Okay. Adriana, Maler Groß, die große Überraschung bei Bayern München ist ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass das zum Anfang der Saison jeder gedacht hätte, dass sie wirklich von Anfang an spielt und das eben auch durchziehen kann, sage ich mal so. Also ich finde, sie hat eine sehr starke Hinrunde bisher gespielt und klar, sie hat den ein oder anderen Patzer drin, aber ich finde, das gleicht sie eben durch den Rest ihrer Leistung ziemlich gut aus und sie ist ja auch noch sehr jung, deswegen glaube ich auch, dass das
dadurch, dass sie jetzt eben diese ganzen Spiele mit reinbekommt, dass die Erfahrung dann natürlich auch immer weiter sich, dass sie sich weiterentwickelt. Und ja, bin jetzt gespannt. Ich meine, beim Spiel gegen die Tigres hat Laura Benkert die erste Halbzeit gespielt und Mala Groß die zweite. Deswegen wird es, glaube ich, jetzt interessant sein, ob es da ob die sich dann in der zweiten Hälfte in der Rückrunde der Bundesliga abwechseln werden oder ob es da einen Wechsel gibt. Aber bis hierhin auf jeden Fall Mala Groß mit guter Leistung, was ja auch zur ersten Nominierung bei der Nationalmannschaft geführt hat. Ja, also die hat das mit Sicherheit verdient. Also die hat tolle Spiele gemacht, ne, Andreas? Ganz kurz nochmal zu Mala Groß. Ne? Klasse, ja, Torhüterin. Absolut. Beeindruckend, die Vorrunde von ihr. Und also wenn man es knallhart sagen will, sie hat wirklich 2 Gegentore verschuldet, aber sie hat mit Sicherheit ein Dutzend Gegentore verhindert mit großartigen Reaktionen. Also, und vor allem, was mich beeindruckt, ist dieses Selbstvertrauen, mit dem sie auftritt. Diese Ruhe, die sie ausstrahlt, und das wirkt sich auch auf die Abwehr aus. Also tolle Vorrunde, und ich hoffe, dass sie weiter das Vertrauen genießt vom Trainer. Das ist wichtig, Vertrauen vom Trainer zu spüren, den Rückhalt. Und ich denke, das macht auch dann den Spieler dann oder die Spielerin dann auch stark. Und wichtig ist es, in so einer Position wie die Torhüterin, da passieren Fehler. Und da muss man mit ihr darüber sprechen, mit der Torhüterin. Da muss man ganz ruhig und sachlich ran und dann vertrauen. Und ruhig, ja, dazu stehen, dass ein Fehler passiert. Das macht der Alexander Strauß offensichtlich sehr gut. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zu Janina Minge zurückkommen. Explodiert, ne? Mit, glaube, das Tor des Monats auch, ne? Ja, leider nicht geworden. Aber zumindest in der Auswahl. Zumindest nominiert, das stimmt. Ja, Janni macht es aktuell überragend. Ich glaube, die Nominierung für die Nationalmannschaft war auch vollkommen berechtigt. Wenn du als deutsche Spielerin aktuell die Torschützenliste anführst. Sie hat sich super entwickelt, liegt aber auch, ich bin immer Fan davon, wieder Dinge einzuschränken, liegt auch wieder daran, dass sie tatsächlich eine Position weiter vorne spielt. Letztes Jahr hat sie viel Innenverteidiger, viel Sechser gespielt. Jetzt spielt sie in der Regel auf der 8. Da kommst du natürlich dann auch leichter zum Tore schießen als Innenverteidigerin, das ist ganz klar. Aber nichtsdestotrotz hat sie sich grandios entwickelt und ist eine extrem wichtige Stütze für uns. Ja, und komischerweise haben kurz vor der Nominierung noch Fans von der Freiburger Seite geschrieben, ja, die Janina, die müsste eigentlich auch mal in die Nationalmannschaft. Nein, ich dachte, ja, wer ist sie denn überhaupt? Und tatsächlich, sie ist reingekommen, ne? Also, finde ich klasse. Ganz genau. Toll. Jetzt musst du dranbleiben, ne? Auf dem Boden bleiben. Vielleicht wird sie ja noch in den Kader berufen zur WM, ne? Ja, also vom Charakter her ist sie da auch wirklich so, dass sie das hundertprozentig einordnen kann. Die ist jetzt niemand, die jetzt komplett durchdreht und abheben wird. Sie arbeitet ganz normal weiter, macht auch gar keinen anderen Eindruck als vor der Nominierung. Also sie arbeitet, sie trainiert, sie spielt ganz normal, sie ruft ihre Leistung ab. Deshalb, ich bin da guter Dinge, dass sie die Leistung so weiter abrufen. Dann hoffe ich natürlich sehr, sehr, sehr für sie, dass sie auch ihre ersten Minuten sammeln darf. Okay, ja, das wäre ihr zu gönnen. Sie haben was vom Charakter gesagt. Ich möchte nicht vergessen zu erwähnen, dass Laura Freigang sich vorbildlich verhalten hat bei der EM. Sie hat kaum gar nicht gespielt, ne? Wenn ich mich erinnere. Und doch, hat das einmal eingewechselt. Ganz kurz einen Einsatz gehabt. Sie hat das hingenommen. Hat aber trotzdem zur Mannschaft gestanden, hat gute Laune verbreitet, immer ein Lächeln auf den Lippen, auch wenn es ihr vielleicht schwer gefallen ist. Das sollte man wirklich mal herausstellen in so einer Halbserienbilanz. Und wenn wir vom Charakter sprechen, da hat jemand Charakterstärke gezeigt. Das möchte ich schon mal deutlich herausstellen. Oder ist da jemand gegen? Das kannst du aber auch über die Tabea Wasmuth sagen, wenn du überlegst, in der Champions League 8-9 Tore geschossen und hat am Ende des Tages auf der EM auch nur auf der Bank gesessen.
Also, ne, ich glaube, Ja. da waren einige Spielerinnen, die einfach ja, in der Bundesliga überragend spielen, eine Führungsverantwortung haben und in der Nationalmannschaft halt dann doch ein ganz bisschen was fehlt. Und da zeigt sich dann halt wirklich der Charakter, weil wenn das dann Spielerinnen sind, die ja dafür schlechte Stimmung sorgen und irgendwie so, ja, als sich nicht als Teamplayer zeigen, um das Gesamtergebnis zu sehen, dann wird es halt schwierig. Und ich Ja, aber glaube, es ist das auch ist. schwierig, ruhig zu bleiben, weil jeder ist da angetreten, möchte wenigstens spielen. Andreas, wolltest du was sagen? Ja. Ach so, ich hatte gedacht. Gut, ich habe jetzt hier nochmal einen Überblick für die Zuschauer auch. Zuschauerschnitt. Wolfsburg ist da ziemlich weit oben. Und Frankfurt, wo ist Freiburg, ist. Sind das mit 2918, das passt so nach 5 Spielen? Ja, das stimmt. Das ist, das haut exakt hin. Okay, ja, das ist von Soccer Donner müsste das sein. Ja, Wolfsburg hat natürlich mit 10 Spielen und keine Niederlage echt den Hammer Erfolg rausgespielt. Haben natürlich auch einen riesengroßen Kader, haben wir natürlich immer wieder gesagt. Haben auch die Bayern geschlagen und deswegen sind sie auch verdient da oben. Erstmal bin aber auch der Meinung, dass sie in der zweiten Halbserie noch ihre Probleme kriegen werden. Freiburg mit Tabelle ist der Tabellenvierte. Ja, mit Geruch, sage ich mal, nach oben, ne? In die drei, ne? Ja, wie gesagt, der Tabellenplatz fühlt sich aktuell sehr, sehr gut an für uns. Sowohl nach oben als auch nach unten ist es aktuell angenehm, was den Punkteabstand angeht. Ich glaube, da wird die Mannschaft jetzt auch zustimmen, wenn wir hätten in den ein oder anderen Partien vielleicht noch ein paar Punkte holen können. Ich glaube, in Köln. Ja, sind wir nicht ganz glücklich, dass wir mit einem Unentschieden nach Hause fahren? Ich glaube, da wäre mehr drinne gewesen. Genauso Gegen Hoffenheim hättet genau ihr auch. in Hoffenheim dürfen wir uns eigentlich nicht mit 3:2 die Butter vom Brot nehmen lassen. Also da musst du eigentlich mindestens einen Punkt mitnehmen nach der Partie. Eher hätten wir die sogar auch gewinnen können. Das war mehr als unglücklich. Und auch wenn es die Frankfurter Kolleginnen nicht ganz gerne hören würden, glaube ich, wäre beim Heimspiel gegen Frankfurt auch ein Punkt drinne gewesen. So, das sind die drei Partien, wo ich glaube, mit ein bisschen mehr vielleicht Glück, ein bisschen mehr Spielglück, hätten wir vielleicht noch mal 2, 3 Punkte mehr haben können. Aber alles in allem sind wir sehr, sehr zufrieden. Ah, die beiden, die tun uns nichts. Die sind ja weit weg, ne? Die sind 100 Kilometer weg, ne? Es scheint so nah zu sein, aber die sind weit weg. Ja, aber Frankfurt auch nochmal, Bayern München, Bayern die sind dran, die sind da nah dran. Ich bleib dabei. Und mit der Alexander Strauß wird sich da bestimmt was einfallen lassen. Sie Also haben ich es glaube, gegen Barca haben sie es bewiesen. ja. Und Ja. bei München musst du aber auch zur Ehrenrettung sagen, wie viele Ausfälle hat München Ja. in der Halbserie gehabt. Ne? Also ich meine, 5 Spielerinnen, 5 Leistungsträgerinnen, die das ganze Halbjahr gefehlt haben. Und da kann man dann einfach nur sagen, also Hut ab, was da die Mannschaft geleistet hat und auch der Alexander Strauß geleistet hat, weil du planst ja als Trainer mit einer ganz anderen taktischen Aufstellung, was du machen willst und dann ja, fehlen dir diese wichtigen Spielerinnen durch Naja, klar. solche schwerwiegenden Verletzungen und du kannst sie im Grunde genommen ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr gar nicht einplanen. Das macht natürlich deinen ganzen Plan, den du dir mal so in der Vorbereitung und auch vorher überlegt hast, ja, zunichte, Ja muss gut, man das war gerade ehrlicherweise sagen. auch gegen in der Partie gegen Wolfsburg haben ja auch schon wieder viele gefehlt und weiß es nicht im Ja. Einzelnen. Der Andreas kann es uns mit Sicherheit sagen, wer da alles gefehlt hat. Müssen wir nicht im Detail jetzt besprechen, Nee. aber ich wollte bloß noch ergänzen vom Spielplan oder Terminplan, ja auch nicht gerade besonders begünstigt gewesen in der Vorrunde. Wir haben in Wolfsburg gespielt, in Frankfurt, in Freiburg und in Hoffenheim. Also von daher, die ganzen Top-Clubs kommen in der Rückrunde nach München. Auch das eröffnet andere Möglichkeiten. Aber davon abgesehen bleibe ich dabei, Wolfsburg wird die Meisterschaft einfahren und vermutlich mit 22 Siegen einfahren.
Für Bayern geht es um Platz 2. Das habe ich vor der Saison gesagt, das sage ich auch jetzt und das ist nach wie vor offen. Aber ich möchte noch zwei Mannschaften hier mal rausstellen, die für mich Gewinnerinnen in dieser Saison sind. Das sind Meppen und Duisburg. Ja. Beiden Aufsteigerinnen. Wir haben in den letzten Jahren oft erlebt, die Aufsteiger sind erste Abstiegskandidaten. Und sind wir ganz ehrlich, hätte jemand von uns Meppen 12 Punkte nach 10 Spieltagen zugetraut? Ich nicht. Und auch Duisburg mit 10 Punkten. Also die machen beide eine sehr gute Arbeit. Und auch das sollte man einfach mal rausstellen. Die spielen nicht um die Titel mit, aber die spielen zwar gegen den Abstieg, aber es sieht bei beiden sehr, sehr gut aus. Und deswegen mal ein großes Lob nach Meppen und nach Duisburg von meiner Seite. Absolut, absolut verdient das Lob. Die machen ihre Hausaufgaben dort. Essen ist dabei, seine Hausaufgaben zu machen. Offensichtlich Werder Bremen hat nachgerüstet, möchte da unten unbedingt noch raus. Wird spannend. Es wird sehr spannend, wer da schlussendlich unten rauskommt. Potsdam weit abgeschlagen. Also das muss ein kleines Wunder geben. Oder wie seht ihr das mit Potsdam? Ja, also ich glaube, es ist ja auch ein Thema der Psyche. Also bin ja, jetzt ja mal gespannt. Ich meine, die spielen jetzt, ist das 11. Spiel jetzt gegen Spielen, die gegen Bayern München, kann das sein? Es gegen Bayern ja, München, ja. Also das ist, du kriegst ja schon wieder eins auf den Deckel und ja, dann das wird nicht besser. Ich meine, Bremen hat wieder das gleiche Problem, dass sie halt keine Tore schießen. Ich meine, 6 Tore geschossen in der ganzen Runde, das war letztes Jahr schon das Thema. Spielen eigentlich halten immer ganz gut mit, kriegen dann aber kein Tor geschossen, also Stürmerproblem. Spannend wird für mich noch Köln. Köln ist ja auch mit relativ hohen Ambitionen gestartet und hat da und dort halt auch nicht das gebracht, was sie, ja, was ja, man ist für erwartet mich die, hat. Ist für mich die Enttäuschung. Also wenn wir ein Lob Richtung Duisburg und Meppen schicken, dann muss man einfach sagen, Köln ist die Enttäuschung der ersten Halbzeit, weil sie andere Ambitionen haben, ne? Und auch nach außen kommuniziert haben. So, zumindest habe ich es wahrgenommen. Ja, aber erinnere dich, ich habe auch gesagt, ich erwarte von ihnen mehr und Charlotte war immer diejenige, die gesagt hat, naja, die müssen erstmal zu einer Mannschaft zusammenwachsen. Die haben entsprechend viele neue Spielerinnen. Nur neue Spielerinnen, die viel Erfahrung haben, heißt nicht, dass man deswegen als Mannschaft zusammenkommt. Und da hat sich die Aussage von Charlotte definitiv bewahrheitet. Ich meine, der Überraschungssieg war der erste Spieltag, wo sie gegen Hoffenheim zu Hause 3-2 gewonnen haben. Ich glaube, es tut Hoffenheim heute noch weh, diese Niederlage. Und für Köln war es ja Glück, dass sie diese Punkte geholt haben. Ja, gut. Ja, wenn man da Spiele sieht gegen Meppen oder was, da hat Meppen mehr als verdient gewonnen gehabt. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Also von daher sind die auch wenn die auch Verletzungspech hatten in Köln, aber trotzdem, ich bin gespannt, wie es jetzt in der Rückrunde ist, wenn die Cherchi jetzt fit ist, spielt, ob sich da dann was ändert oder so. Oder auch jetzt Bremen hat ja schon ein bisschen nachgelegt jetzt in der Winterpause an neuen Spielerinnen, ob das den Umschwung bringt, aber sie müssen halt auch die Punkte holen gegen die direkte Konkurrenz und Bremen hat kein einziges Spiel bisher gewonnen, es sind alles unentschieden gewesen. Gut, wir müssen weiter fortschreiten, also das mit Wolfsburg, mit der Bestmarke haben wir kurz angesprochen, nachzulesen für jeden, der das Video hier sieht, müssen wir jetzt nicht noch weiter eingehen. Dann kam was ganz Gutes, war der Fernsehvertrag, der neue. Wie seht ihr das in Freiburg mit dem neuen TV-Vertrag? Ist das eine gute Sache? Grundsätzlich auf jeden Fall. Ist ja bekannt, dass es deutlich mehr Einnahmen gibt, die dann auch an die Vereine ausgeschüttet werden. Da kann man nichts gegen sagen. Und ich glaube, es ist auch ein richtiges Zeichen, dass man einen neuen Fernsehvertrag aufsetzt. Auch wenn ich persönlich an den ein oder anderen Stellschrauben ein bisschen Bauchschmerzen habe. Das muss ich auch sagen. Ja, also erstmal finde ich es super, dass die Liga jetzt neben Magenta Sport auch bei DAZN gezeigt wird. Einfach weil DAZN ein sehr, sehr breites Angebot eh schon hat. Ich glaube, sehr, sehr viele haben entweder
Sky oder DAZN. Deshalb ist, glaube ich, DAZN mit die richtige Plattform, das da anzubieten. Unglücklich jetzt, aktuell ist natürlich die Preiserhöhung bei DAZN. Ich glaube, dass sie darüber wieder einige Kunden und Kundinnen auch verlieren werden. Das glaube ich einfach. Da wird sich dann zeigen, bin ich auch mal gespannt auf die ersten Zahlen, wenn dann beide Sender irgendwann mal vielleicht Zahlen rausgeben oder zumindest mal an die Clubs rausgeben, wie da jeweils die Einschaltquoten sind, also welcher Sender wie viele Zahlen wirklich schreibt. Das ist so ein bisschen die kleine Befürchtung, die ich aktuell mitschwingen habe. Mit am meisten stört mich aber bei der ganzen Geschichte die Ansetzung der frei zugänglichen Spiele über ARD und ZDF. Samstag 14 Uhr, auf der Folie steht es auch, finde ich persönlich einfach extrem unglücklich, wenn Samstag 15.30 Uhr die Männerbundesliga angestoßen wird. In der Regel geht jeder um 14 Uhr los ins Stadion. Ich rechne mir keine guten Quoten für diese Spiele im Fernsehen aus, auch wenn sie öffentlich zugänglich sind. Wie gesagt, mein Gefühl sagt mir einfach, dass die meisten Menschen, der Männerfußball ist aktuell nun mal das Nonplusultra. Und wenn da eben viele Menschen oder die meisten Menschen aufbrechen ins Stadion, dann werden die Einschaltquoten im Öffentlich-Rechtlichen wahrscheinlich, ist eine Hypothese, aber wahrscheinlich nicht so sein, wie sich ARD und ZDF das erhoffen. Da hätte ich mir für diese Spiele einfach einen anderen Termin gewünscht. Ansonsten bin ich sehr gespannt und finde es auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Adriana, jetzt mal zu dir, dass wir dich nicht ganz verlieren da in England. Wir haben ja über die Montagsspiele sehr viel diskutiert. Das hat der Herr Batsch freundlicherweise ausgelassen. Wie ist da deine Meinung zu? Ich weiß nicht, du warst da, glaube ich, gar nicht dabei bei den Besprechungen, ne? Bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher, aber natürlich ist mit den Montagsspielen extrem schwierig für die Spielerinnen, die nebenbei noch irgendwie eine andere Arbeit haben und die das einfach extrem schwer vereinbaren können. Ich glaube, das wurde auch schon extrem viel diskutiert mittlerweile und auch der größte Kritikpunkt an dem neuen TV-Vertrag. Und da muss man leider sagen, wir sind noch nicht so weit. Das ist in der Frauenbundesliga so ist, dass alle Spielerinnen nur von dem Gehalt als Spielerinnen eben davon leben können, sondern müssen auch noch nebenbei was arbeiten. Und das ist dann einfach extrem schwierig, wenn dann montags natürlich auch noch ein Spiel dazu kommt. Ja, jetzt demonstrieren ja auch die Fans von Potsdam, Werder Bremen und glaube ich auch Freiburg, die also gegen die Montagsspiele sind. Ist das bei euch rübergekommen, dass da demonstriert wird, Herr Batsch? Ja, ja, wir wissen es. Wir sehen auch die Banner bei den ganzen Spielen. Wir können es durchaus auch nachvollziehen. Ich glaube, bei dem Thema ist einfach schwierig, weil es kein richtig oder falsch gibt, meiner Meinung nach. Einerseits ja, es ist problematisch für Fans, gerade für Auswärtsfans wird es problematisch sein. Es ist auch problematisch für die Spielerinnen, weil viele einfach eben noch nicht diese Vollprofis sind. Andererseits muss man sagen, oftmals fahren wir beispielsweise bei Samstagsspielen auch schon Freitag los. Das heißt, Montag und Freitag sind beides vielleicht nicht die allerschönsten Tage für Spielerinnen, die noch arbeiten müssen. Sprich, es gibt überall für und wieder. Ich sehe es auch nicht nur mit einem lachenden Gesicht, diesen Montagstermin. Ich kann durchaus den Protest verstehen. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dieser Termin gibt nun mal auch das Geld im TV-Vertrag und dieser Sprung von den Geldern ist nicht gerade klein. Das muss man einfach auch sehen. Und es ist halt einfach auch ein alleinstehender Termin. Es wird an diesem Tag keine Konkurrenz geben von anderen Live-Spielen, von anderen Frauen, von anderen Fußball-Live-Spielen. Die Männer spielen nicht. Und das kann auch eine Chance sein, auch wenn, wie gesagt, ein paar Punkte dagegen sprechen. Deshalb, meine Meinung ist zwiegespalten und ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. Und ich glaube, man muss es auch, wie bei den Männern, da gab es ja das Montagsspiel auch,
man muss es mal anlaufen lassen und sich dann einfach nach einer gewissen Zeit nochmal zusammensetzen und schauen, überwiegen die Vor- oder überwiegen die Nachteile. Ja, wir haben das hier auch schon diskutiert. Wir wollen es jetzt nicht zu weit ausdehnen. Wir sind der Meinung, bei einer guten Spielplangestaltung kann man viele Dinge aus dem Weg gehen, also mit dem Urlaub. Auch die Fans müssen nicht so weit reisen. Also wenn zum Beispiel Montagsspiel SGS Essen gegen Duisburg zum Beispiel stattfindet, das sind ein paar Kilometer, dann habe ich einen kurzen Anfahrtweg, dann habe ich als Verein einen kurzen Anfahrtweg, habe als Fan einen kurzen Anfahrtweg, brauche ich keinen Urlaub nehmen unbedingt und so weiter und so fort. Also es geht auch dabei um die Spielplangestaltung. Wenn die clever angepackt wird, kann man auch da gewisse Kritikpunkte beseitigen. Habe ich das so richtig rübergebracht, Natascha, Charlotte? Ja, also ja. Das, was wir ja auch noch gesagt haben, ist die Tatsache, in dem Moment, wo die Champions League losgeht, wird montags halt keine Champions League-Mannschaft mehr spielen. Das war ja ein ganz großer Punkt. Das wird dann Wolfsburg, ich sag mal, München und hoffentlich auch Frankfurt betreffen, ja, in der Gruppenphase, ja. Und dann trifft es halt immer die gleichen Mannschaften, die dann montags spielen oder die auch freitags spielen. Ne? Das ist so ein bisschen die Krux aus dieser Geschichte, die man hat. Und das, was Sie gesagt haben, Herr Bartsch, haben wir auch diskutiert. Ja, der Montag ist nicht gut, auch für die Fans, für die Auswärtsspiele, aber der Freitag ist für Fans, die auswärts fahren, genauso bescheiden. Ja, auch da muss ich Urlaub nehmen. Also und auch wenn ich einen Tag vorher anreise für ein Auswärtsspiel und ich spiele freitags, muss ich in der Regel auch donnerstags schon anreisen, ja. Und wenn ich jetzt Montag spiele, dann reise ich halt sonntags an und habe montags das. Also für die Spielerin verschiebt sich vielleicht der Tag, wo sie nicht arbeiten können oder wo sie eine Lösung mit ihrem Arbeitgeber finden müssen. Und wenn ich aber dann gucke, wie viele Auswärtsfans fahren mit und überlege, wie viel Geld gibt es für die Vereine durch dieses Montagsspiel? Ich glaube, dann ja, braucht man nicht mehr zu diskutieren, weil das, was man über den TV-Vertrag kriegt, ist wesentlich mehr als das, was man über die Auswärtsfans und Heimfans bekommt, die an einem Montag dann halt da sind. Okay, haben wir schon oft genug diskutiert. Wir haben einen Standpunkt vom Verein jetzt mal gehört. Gibt für und wieder. Lassen wir es so stehen. Im Rückblick. Ja, dann eine tolle Geschichte. Wir haben mit München und Wolfsburg zwei Vereine im Viertelfinale, richtig? Und ein super tolles Spiel in München. Da schlägt Bayern München überraschend, aber deutlich Barcelona, Andreas. Und wir haben uns mal kennengelernt, wir haben uns mal die Hand geschüttelt. Ne? Ja, es war aus Bayerns Sicht sicher das Highlight in dieser Vorrunde, das Spiel gegen Barcelona. Auch da hat wieder alles gepasst, der ganze Rahmen mit 24.000 oder 25.000 Zuschauern in der Allianz Arena. Eine tolle Leistung von der Mannschaft von der ersten Minute an, konzentriert, also im positiven Sinne aggressiv draufgegangen. Und so einen Gegner zu schlagen, das ist für Selbstvertrauen natürlich auch ein Wahnsinnsschub gewesen. Hätte nicht besser laufen können, war einfach ein tolles Erlebnis. Und wenn man jetzt die Gruppenphase anschaut, die du da so schön abbildest, 15 Punkte nach der Vorrunde, 6 Spiele, punktgleich mit Barcelona. Also eine super, super Champions League hat Bayern gespielt. Wolfsburg hat sich souverän qualifiziert, aber eigentlich nicht so überzeugend dadurch marschiert, obwohl sie eigentlich die leichteste Gruppe hatten. Aber unterm Strich zählt nur, wer ist im Februar noch im Lostopf, wenn jetzt die Viertelfinals ausgelost werden. Ob dann brillant durchgekommen bist oder nicht. Wir sind beide dabei und das ist super. Beide sind dabei, wenn man jetzt den Rückblick so sieht oder wenn man es als Rückblick bespricht, ist es ein toller Erfolg für beide Vereine. Adriana, Barcelona gegen Bayern München, das war ja immer unser Gespräch. Ich habe ja gesagt, man kann Barcelona schlagen, hat ja keiner geglaubt. Im Nachhinein, wie siehst du es so? Du hast das Spiel bestimmt gesehen, ne? Ja, natürlich. Nein, ich hatte wirklich vor dem Spiel mir relativ wenig Chancen für Bayern ausgerechnet, weil auch dazu gekommen ist, dann
nebendran, dass Barcelona aktuell wahrscheinlich die stärkste Mannschaft in Europa ist, dass Bayern eben auch mit diesen Verletzungssorgen zu schaffen hatte und dass es dadurch extrem schwierig geworden ist. Aber das war eben so ein Spiel, da wo sie ihre wenigen Chancen genutzt haben und wirklich extrem toll, so ein Spiel zu sehen, dass die eben die perfekte Werbung für den Frauenfußball, da wo man wirklich auch gesehen hat, dass die Mannschaft alles dafür gegeben hat und gekämpft hat in diesem Spiel und war eigentlich super und ich finde auch insgesamt, also kann man für die ganze Gruppenphase der Champions League sagen, ich hatte ja im Vorhinein einen Artikel geschrieben, wahrscheinlich die spannendste Gruppenphase der Champions League in diesem Jahr und ich finde, das hat sich definitiv bestätigt und sind jetzt auch aus jeder Gruppe jeweils, finde ich, die zwei besten Mannschaften weitergekommen und freue mich jetzt definitiv auf das Viertelfinale. Ja, man sieht, dass der Titelverteidiger Lyon im allerletzten Spiel bis zur letzten Minute zittern musste, um noch weiterzukommen mit einem Unentschieden gegen Turin. Also das zeigt, wie sehr es auch in Europa an der Spitze zusammengerückt ist. Barcelona nach wie vor wahrscheinlich die beste Mannschaft in Europa aktuell, aber da sind viele nachgerückt und in einem Spiel oder in einem Hin- und Rückspiel jetzt in der K.O.-Phase ist vieles möglich. Also das wird unglaublich spannend, das wird ein ganz tolles Viertelfinale werden. Okay, gut. Dazu, zum Rückblick muss man sagen, Frankfurt ist leider ausgeschieden, unglücklich muss man sagen. Ich fand es schade, weil Frankfurt da hätte da bestimmt auch ganz gut mitgemischt. Und wenn wir jetzt so St. Pölten sehen, Slavia Prag, das wäre doch was auch für Freiburg, ne? So in so einer Gruppe zu spielen. Ne? Schön wäre es auf jeden Fall. Kann man natürlich auch mit ein paar schönen Reisen verbinden, klar. Ja. Also ihr habt jetzt im Freundschaftsspiel, habt ihr Zürich geschlagen, 6-1. Gut, ein Testspiel sagt nicht alles aus, ja. Aber immerhin waren die Champions League-Teilnehmer, ne? Ja, wir haben in der Sommervorbereitung auch in St. Pölten gespielt, gegen St. Pölten und gegen Slavia Prag. Die beiden Spiele haben wir auch gemacht. Auch da war es ein Vorbereitungsturnier. Schlussendlich kann man, glaube ich, schon sagen, dass irgendwie jeder, der aktuell in der Tabelle in der oberen Hälfte steht, irgendwie ja wahrscheinlich ein bisschen nach oben linst, auf jeden Fall. Wir auch, da muss man jetzt kein Geheimnis drum machen, wenn du auf dem vierten Tabellenplatz stehst. Aber typische Freiburger Mentalität ist eben von Spiel zu Spiel schauen und dann schauen wir mal, wo wir am letzten Spieltag stehen. Platz 3 ist kein Ziel in dieser Saison. Wir wollen so gut abschneiden wie möglich. Aber ich glaube, jede Spielerin hat irgendwie Lust, wenn es die Möglichkeit besteht, international zu spielen. Ich glaube, da hätte ich auch Christian Streich dahinsetzen können, der hätte es genauso gesagt. Es ist die Freiburger Philosophie. Ja, es ja. Tut mir leid. Nein. Ist aber er hätte es nicht so hochdeutsch gesagt. Er hätte es von der Sprache her etwas anders. Ja, genau. Wäre nicht so einfach zu verstehen gewesen. Gut, dass es nicht zum Duell Wolfsburg gegen Bayern kommt. Weil wenn wir gerade davon sprechen, international und wie schön es ist, eben gegen internationale Gegner zu spielen, das wäre... Ich glaube, das würden beide nicht so gern sehen, jetzt im Viertelfinale aufeinander zu treffen. Was eben leider möglich ist, da die Wolfsburger als Erste und die Bayern als Zweite in den Lostopf gehen. Also das wäre das Einzige, was ich mir für den 10. Februar für die Auslosung wünsche, kein deutsches Duell. Okay, also ich habe jetzt eine Folie aufgeschlagen, ganz kurz für alle. Drei Spielerinnen haben sich wohl... laut Statistik besonders hervorgespielt, ist die Elisa Sens, das ist Vigos Dottir vom FC Bayern München und Svenja Huth vom VfL Wolfsburg. Elisa Sens gewechselt von Essen nach Leverkusen. Diese drei Spielerinnen haben sich laut Statistik eben halt gerade im Mittelfeld besonders hervorgetan. Die Zuschauer können die Statistik hier nochmal durchlesen. Gewonnene Zweikämpfe, Elisa Sens nach vorne und dann eben Glodis, Vigos Dottir,
von Bayern München mit erfolgreichen Pässen, 812 erfolgreiche Pässe, muss man auch erstmal bringen, hat sich hervorgetan und 16 erfolgreiche Flanken. Ich denke mal, da sind dann auch Tore mit dem Assist wahrscheinlich, hat die Svenja Huth, die ja von allen sehr beliebt ist, auch noch in Frankfurt beliebt ist, ne? Jetzt war Svenja, ne? Das ist jo. Wirklich jemand, ne, mit einem gewissen Charakter, auch Fannähe, die nie vergisst, woher sie kommt, ne? Oder? Habe ich das falsch? Nein, die hat den richtigen Weg damals gegangen über Potsdam und dann nach Wolfsburg. Ich glaube, das war genau das Richtige, was sie tun musste damals. Also von daher immer gern gesehen. So, dann haben wir was aus der Defensive und da ist auch wieder Elisa Sens dabei, aber die Marla Groß als Keeperin, die Laura Sieger und die Merle Frohms sind dort. Auch hier können die Zuschauer gucken. Wir müssen nämlich ein bisschen schnell machen. Elisa Sens, wie gesagt, mit Dribblings, die hat eine unwahrscheinliche Technik und Übersicht, sehr auffällige Spielerin. Ich denke mal, da wird auch Freiburg neidisch nachgucken, ne? Nach Elisa Sens, ne? Oder? Ja, wobei ich sagen muss, es gibt, finde ich, die Saison sehr, 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 sehr viele Spielerinnen auf einem extrem hohen Niveau. Und ich persönlich, aber das ist eine persönliche Meinung, bin gar nicht so der Riesenfreund von den Statistiken immer. Gerade von den Einzelstatistiken finde ich, es ist nett, einmal zu hören. Ich schaue dann aber trotz allem lieber auf den Platz und auf das Gesamtbild, was man da sieht. Ja, ich habe es jetzt nur mit reingenommen, weil es eben halt sichtbar war im Internet und habe das mit reingenommen. Genau wie Sölke Nüskens, die also mit den Balleroberungen hervorgestochen hat. Wir haben es auch schon öfters im Talk gesagt, dass sie also durchaus starke Momente hat in ihren Spielen und die Defensive da doch stark macht, ne? Nazio oder auch in Frankfurt. Richtig? Sagt ruhig ja. Ja, ich meine, sie hat sich ja auch ein bisschen von der Position her verändert oder verändern müssen. Also von daher macht sie das gut. Sie hat aber auch immer Phasen, wo es nicht so gut läuft. Also ja, gut. Manchmal das auch Licht und Schatten in einem Spiel. Ja gut, aber insgesamt hat sie wahrscheinlich doch überzeugt. Ja, dann haben wir einen neuen Vorstand gewählt oder wählen lassen. Mit dem Herrn Neuendorf an der Spitze. Wir haben Vertreter für die Frauenfußball, für den Frauenfußball und Mädchenfußball dazu. Wünschen den Herrschaften viel Glück, denke ich mir mal. Wird eine schwere Aufgabe, da die entsprechenden Entscheidungen zu treffen und den Frauenfußball auch nach vorne zu bringen und die Präsenz auch entsprechend zu bringen. Ja, der Sigi Dietrich hat sich verabschiedet. Darf ich noch kurz was zu dem Thema sagen? Also ich glaube, DFB wird nochmal sehr spannend werden, jetzt auch mit der, ich sag mal, Thematik, Bierhoff ist nicht mehr Direktor für alle Nationalmannschaften verantwortlich und es gab jetzt die Veränderung zu Völler und wie es im Jugend- und Damenbereich weitergeht, das ist ja noch so ein bisschen offen. Also das finde ich, das wird nochmal eine spannende Geschichte, da die richtige Besetzung zu finden, damit das Thema auch richtig nach vorne getrieben wird. Ja, es soll jetzt auch noch, er nimmt noch zwei seine Kumpels da mit rein angeblich. Mertesacker ist da noch im Gespräch. Ich hätte mir gewünscht, dass da noch eine Frau dazukommt. Wäre sicherlich eine spannende Geschichte. Scheint aber darauf hinauszulaufen, dass es so ein Trio wird. Ja, wenn man Rudi Völler kennt aus Leverkusen, weiß man, dass der nicht der größte Freund für den Frauenbereich war. Um das mal so zu sagen. Also von der Seite her bin ich gespannt, wie man sich da noch aufstellt. Okay. Gut. Ja, der Herr Dietrich, der verlässt uns oder hat uns schon verlassen. Er hat
aus gesundheitlichen Gründen. Es sei ihm gegönnt. Er hat viel für den Frauenfußball gemacht. Ich kenne ihn aus der Anfangszeit mit Potsdam, mit den ganzen Kleinbattles, die sie da betrieben haben. Verbal über die Medien und dann Spielerinnen abgeworben und diese ganzen Geschichten. Er war immer nett anzusehen, aber er ist eine Größe im Frauenfußball. Darf man nicht vergessen, er hat viel für den Frauenfußball getan. Natürlich hat er nach Frankfurt immer geguckt, hat auch geschaut, dass in Frankfurt vielleicht ein bisschen besser läuft als für andere. Das ist aber normal, oder? Dürfen wir ihm zugestehen. Ja, also ich glaube, er wird da auch ein bisschen verkannt. Ich glaube, er hat viel mehr im Hintergrund, also gerade über den DFB, auch für andere Vereine getan. Also ja. Das wird, glaube ich, viel vergessen. Oder da redet man nicht drüber. Also auch gerade was zweite Liga angeht oder sowas. Also da hat er nicht nur auf Frankfurt geguckt. Klar, an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon, aber im Großen und Ganzen hat er schon immer den gesamten Frauenfußball im Blick gehabt. Selbstverständlich. Also er hat mit Frankfurt angefangen, ne? Er hat mit Frankfurt angefangen, damit ging es ja überhaupt los und dann hat er sich ja immer mehr in das ganze Thema reingearbeitet, ja. Und je mehr er sich reingearbeitet hat, hat er das immer mehr global gesehen. Das muss man ganz klar sagen. Und das hat er hervorragend gemacht. Das muss man, ne? Ja, ich sehe das auch so. Ich wollte nur die Kritik. Es gibt ja ein paar Kritiker und denen wollte ich schon mal den Wind aus dem Segel nehmen. Natürlich guckt man auch auf seinen Verein. Das würden alle machen, das hätte ich jetzt auch gemacht. Ne? Nein, es ist eine Größe, die aus dem Frauenfußball rausgegangen ist. Und ich glaube, wir werden ihn noch vermissen. Herr Batsch, kennen Sie den Herrn Dietrich? Tatsächlich muss ich sagen, dass ich ihn nicht persönlich oder nicht näher kenne. Nur tatsächlich über Meldungen und über Artikel, über Berichte. Dadurch, dass ich erst 2021 hier in der Abteilung angefangen habe, ist da jetzt mein inhaltliches Wissen oder die Verbindung einfach nicht so stark. Okay. Adriana, kennst du den Herrn Dietrich aus deinen Zeiten? Auch nicht persönlich oder irgendwas in der Richtung, aber natürlich mitbekommen eben, was er für einen Einfluss im Frauenfußball hinterlassen hat. Ich glaube, da ist auch wichtig zu erwähnen, dass er eben über diese Sponsorenverträge da richtig viel gemacht hat in die Richtung, was ja vor allen Dingen, sage ich mal, am Anfang nicht immer einfach gewesen ist und glaube ich, auch jetzt den Grundstein gelegt hat für das, was wir auch heute jetzt sehen, dass dann jetzt natürlich auch durch die EM, was da dazugekommen ist, dass da mehr Sponsorenverträge zustande kommen und glaube ich, dass das auf jeden Fall die Ergebnisse jetzt deutlich zu sehen sind, die da jahrelang gearbeitet wurde. Ja, klar. Andreas, du hast du so ein bisschen die Geschichte von dem Herrn Dietrich verfolgt, so die Frankfurter Zeit? Na, muss ich ehrlich sagen, wenig verfolgt. Und ich sag mal, allgemein die Erfolge, die er mit dem FFC Frankfurt hatte, sprechen ja eigentlich für sich. Also sicher eine Persönlichkeit und er wird der Liga fehlen, aber ihm persönlich sei der Ruhestand auch gegönnt. Gut, okay. Mit der Verabschiedung von Herrn Dietrich beenden wir jetzt auch den heutigen Talk. Die letzte Folie ist drauf. Ich habe eine überschlagen, weil wir wirklich schon weit fortgeschritten sind. Ich darf mich bei euch bedanken, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ich habe alle einigermaßen von der Redezeit gleich behandeln können. Nicht, dass ich Beschwerden kriege nachher. Ja, war schwer zu handeln. Sind immerhin 6 Personen. Ja, vielen herzlichen Dank nochmal. Und ich hoffe, dass wir so einige Anregungen auch geben konnten und im Rückblick nochmal einiges positiv herausstellen konnten. Und hoffen, dass dieser Hype, dieser Flow, also über die Serie noch hinausgeht. Ich mache jetzt. Habt ihr noch was zu sagen abschließend? Nein. Tolle Runde, das würde ich sagen. War das eine tolle Runde? Ja, ja. Das fand ich schon. Ja, okay. Ich hatte zwischendurch Angst, den Faden ein bisschen zu verlieren. Okay, alles klar. Gut, ich schalte aus. Der Batsch, bitte bleiben Sie noch kurz.